Hallo Freunde, grüß euch. Ich habe jetzt einen Bulldog mit Heckcontainer hergetan und ich habe einen Bagger hergetan. Was habe ich denn vor? Da, wo jetzt der Bagger steht, soll das ganze Beet hinkommen. Das heißt, das Gewächshaus haben wir schon versetzt. Hochbeete haben wir auch schon da. Und hier in dem Bereich möchte ich jetzt die ganze Grasnarbe wegtun. Das Beet soll nicht sehr groß werden. Es soll, wie schon gesagt, von hier anfangen, ungefähr, wo die Platten jetzt da vorne liegen. Von hier beginnt's. Und soll ungefähr bis hierher, sage ich mal, so gehen. Und hier vorne endet es an dem Streifen. Und das Ganze, das ziehe ich mir jetzt eine dünne Schicht mit dem Bagger ab und dann lade ich es hier rein und kann es dann hinten mal probieren auszuladen. So, dann fahre ich jetzt mal abladen. Bin gespannt, wie es funktioniert. Mit dem Auskippen und das Ganze. Jetzt ziehen wir hier den Bolzen. Geht der überhaupt zum Ziehen? Nee. Ja. Muss man erst ein bisschen runter tun wahrscheinlich. Der ist jetzt sehr streng. Schauen wir mal, ob er jetzt zum Ziehen geht. Jetzt geht er. Gut. Ja, dann machen wir mal da hinten auf. Das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Jetzt habe ich die oberen zwei aufgemacht. Unten sind ja auch noch welche. Muss ich schauen. Entweder haut es jetzt mit der Klappe um oder ich muss die unteren noch aufmachen und das allgemein wegtun. Das war's. Muss mal vorwärts fahren. Das ist jetzt nicht das, was ich mir erwünscht habe. Eigentlich habe ich gehofft, dass sich das jetzt auslädt. Aber ich kann weder komplett... Ich krieg's nicht hoch genug. Und unten liegt es natürlich jetzt auf der Klappe auf. Ah, scheiße. Also so habe ich es mir nicht erhofft. Ja, da habe ich mir ehrlich gesagt mehr als erhofft dadurch. Aber vielleicht ist es ja auch nicht für das geeignet, dass man jetzt hier Erde fährt. Ja, ich hole mir mal eine Schaufel. Also das war jetzt nichts. Da muss ich mich noch echt ein bisschen spielen. Das ist mit jedem neuen Gerät so oder mit allem, was man kauft. Man muss erst Erfahrungen sammeln. Man kann nicht erwarten, wenn man was neu kauft, dass gleich alles von Anfang an gut funktioniert und das wunderbar hinhaut. Da klangt der Winkel einfach nicht, um das Ganze auszuwerfen.
Und ich hätte vielleicht die Klappe unten aufmachen sollen statt oben. Der Kipper wäre vielleicht da jetzt besser geeignet. Der ist beladen. Den kann ich gerade nicht nutzen. Und ich habe mir halt gedacht, probierst du es. Ja, ich glaube, es wäre unten gescheiter gewesen. Aber das Zeug, das fällt halt auch nicht einfach so raus. Das rutscht ja nicht einmal. Hier erkennt man natürlich jetzt gut das Problem. Die Klappe geht hier hoch, also die liegt nicht eben auf, dass es runterrutschen könnte, sondern wir haben hier eine große Kante von bestimmt, ja, 10 cm bestimmt, eine ganze Fingerlänge. Ja, dann ist es klar, dass das nicht runterrutschen kann. Das heißt, in Zukunft immer unten aufmachen oder die Klappe ganz wegbauen dabei, wenn man Erde fährt. Ich meine, für die paar Meter brauche ich die Klappe nicht. Das macht nichts, wir sind ja da, um das zu probieren. Das heißt, Klappe hoch und dann hängen wir es ganz aus. So, die lasse ich gleich mal hier stehen. So, ja, dann fahren wir vor. Jetzt muss ich erst runter tun, dass ich den Bolzen ziehen kann. Dass der kleines bisschen entlastet ist jetzt. Sonst kriege ich diesen Bolzen nicht raus, war vorhin zumindest so. Jetzt geht er raus, leicht. Jetzt hebe ich es mal an, ich tue jetzt mal die Entriegelung nicht raus. Ich möchte wissen, ob sich das dann selbst entriegelt, so wie vorhin, oder ob das nur Zufall war. Ah, Wahnsinn. Das entriegelt sich selber. Ohne den Bolzen hält das Zeug gar nicht. Wahnsinn. Jetzt kann ich mal vorwärts fahren, aber einmal ist blöd, dass sich der hier selbst entriegelt. Das ist dumm. Aber jetzt ganz ehrlich, so viel wiegt jetzt die Erde auch nicht. Vielleicht 500 Kilo. Naja. Jetzt fahren wir mal vor und schauen, ob es dann geht. Sagen wir mal so, es ist jetzt hier auf 3-4 Meter verteilt, Länge verteilt. Wenn einem das nicht stört, kann man das machen. Ich muss halt später jetzt wieder einen Janmar nehmen mit Frontladerschaufel und das Ganze hier rauffahren. Ja, und jetzt muss ich hier gleichzeitig natürlich, also ich habe immer noch keine Schnur, wie ihr seht, den dahin und runterlassen. Freunde, ihr wisst, ich bin immer ehrlich zu euch mit sowas. Ich bin immer ehrlich, wenn ich sowas kaufe, dann wollt ihr mal ehrliche Meinung haben und die bekommt ihr auch. Und da muss ich halt jetzt ganz ehrlich sagen, für
Schüttgut, Erde. Also Erde. Ist er nicht geeignet. Und mich stört es, dass das hier selber weggeht. Es hat sich hier auch schon verbogen. Weshalb ich jetzt den Bolzen nicht mehr reinkriege hier. Hier ist schon die Farbe ab. Und das hier ist auch verbogen. Das heißt, ich darf es schon wieder richten. Ist jetzt nicht so schön. Gut, jetzt wird der ein oder andere sagen, ja, Garantie drauf, gib's doch zurück, das Klump. Es ist dünnwandig. Ich kann die Erde, das Gewicht jetzt nicht schätzen. Aber wenn man das jetzt so liegen sieht, war es mit Sicherheit ein halber Kubik vielleicht, maximal. 1000 Kilo Belastbarkeit, aber nicht zum Auskippen. Zum Transportieren vielleicht. Ich muss noch schauen, ob sich irgendwas anders verbogen hat, aber... Jetzt muss ich schauen, wie ich den Bolzen hier wieder reinkriege. Wenn ich wieder irgendwas falsch gemacht habe an der Bedienung, dann schreibt es mir doch bitte. Ich wüsste nicht, was man da falsch machen kann. Jetzt habe ich hinten die Klappe offen. Ich habe... Entriegeln musste ich gar nicht, weil es verbogen hat. Es gehört hier richtig verstärkt. Und ich denke mal, hydraulisch kippbar. Das wäre geil, wenn man es hydraulisch umbauen könnte. Ich meine, die Wanne, was wollen wir erwarten von ein bisschen Blech? Nicht mal einfache Arbeiten kann man beenden, das regt mich schon wieder auf. Aber wie schon gesagt, ihr schreibt es mal, wenn es ihr denkt, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Und ich werde mir mal Gedanken machen, wie man das am besten hydraulisch kippbar macht. Ob ich da jetzt einfach nur einfache Variante den hydraulischen Oberlenker nehme und den Rest einfach starr verschweiße. Starrbau. Weil so kippen macht keinen Sinn, durch das, dass ja eh schon verbogen ist hier. Oder ihr habt Ideen für mich, dann dürft ihr mir das gern schreiben. So, Schlupf habe ich jetzt bereitgelegt. Dann nehme ich mir diesen Haken mit. Nächster Tag für mich. Ich will nämlich jetzt hinten noch den Ast runterziehen. Ich nehme euch jetzt einfach mal mit. Irgendwie muss er runter. Ich probiere es jetzt erstmal mit dem Janmar den ganzen hier rauszuziehen, also den ganzen Ast rauszuziehen, wegzuziehen. Wenn der nicht, wenn es mit dem Janmar nicht klappt, weil der zu leicht ist, nehme ich einen Massey Ferguson, aber schauen wir mal, ich kann noch nichts sagen. Hier habt ihr jetzt mal einen Größenvergleich. Hier ist der Janmar und hier ist dieser Baum oder Ast, der da drin hängt. Und wie hoch ist der? Ja, bestimmt 2 Meter, 4 Meter, 6 Meter, 8 bis 10 Meter schätze ich da schon, dass der oben ist. Und der hat hier oben, hängt er halt so blöd drin. Hier hängt er dran, ich werde es euch mal vergrößern, ich hoffe man erkennt es. Also hier schon richtig abgebrochen und den muss ich jetzt versuchen, dass ich rausziehe. Dass er aber gleichzeitig nicht in den Bach reinfällt hier. Nicht hier aufs Zelt fällt. Boah, das ist scheiße jetzt. Der liegt halt echt blöd. Ich muss jetzt einfach mal ziehen. Und zwar am besten hänge ich den hier an und ziehe ihn in diese Richtung dann rüber. Dann ist der Vorteil, dass der vielleicht eventuell nicht in meine Richtung fällt. Naja. Schaut einfach mal zu, was passiert. Ich habe ja selbst keine Ahnung, ob es klappt oder nicht klappt.
Also hat jetzt bis jetzt nicht geklappt. Da muss ich wohl oder übel Marcel Ferguson mal herholen. Ob der dann mehr Kraft hat, weiß ich nicht. Wir werden es sehen. Ansonsten weiß ich nicht, was man tut. Hochklettern tue ich da nicht. Jetzt ist guter Rad teuer. Ich krieg's nicht ab. Warten, bis er runterfällt? Keine Ahnung. Zumindest liegt er jetzt schon mal in Position. Vielleicht sollte ich ja einfach nur die unteren Äste mal abschneiden, aber dann komme ich halt nie wieder hin. Ich hole mir jetzt von hinten gerade mal Erde. Ich zeige es euch gleich, mit dem Bagger tue ich aufladen und fahre jetzt einfach die Erde vom Misthaufen bzw. unserem Komposthaufen halt da hinten immer her. Ich kaufe jetzt für das hier keine Erde. Wir haben im Gewächshaus damals Erde gekauft. Aber hier bräuchte ich mit Sicherheit ein paar Kubik, um das Ganze aufzufüllen, und ich habe ja hinten so viel. Den nehmen wir wieder mit hinter.
So, ich habe jetzt drei Fuhren da und die werde ich mir jetzt dann verteilen mit dem Bagger. Ja, zum Thema Vergleich Heckwanne und Kipper. Ja, die gehört umgebaut. Da gehört einfach verstärkt. Ihr dürft mir gerne mal eure Vorschläge da schreiben, was ihr da machen würdet. Beim Kipper ist es natürlich jetzt so, hier ist die Steckdose und das muss ich jetzt dann anstecken. Anhängekupplung ist überhaupt kein Problem. Also für alle Zweifler, die gesagt haben, Anhängekupplung geht nicht oder hält nicht oder was weiß ich was, sie hält. Vollbeladener Anhänger, die Erde wiegt viel. Also ein Kubikmeter Erde wiegt 1400 bis 1800 Kilo. Das kann man jetzt nicht sagen. Die Erde, die ich jetzt gefahren habe, war auch größtenteils jetzt trocken. Also sie war jetzt nicht durchnässt oder so. Ja, vielleicht 1,5 Tonnen Beladung. Bei der Heckwanne ist es so, 0,55 Kubik passen rein. Das heißt, 0,55 Kubik. Ja, ich habe jetzt in der Mitte den Haufen gemacht. Dafür war links und rechts jetzt nicht so viel drin vom Beladen her. Wie viel schätze ich jetzt war drin? Also halber Kubik bei 1,4 Tonnen, sagen wir jetzt mal, oder 1,5 Tonnen. Dann wären das 700, sagen wir mal 800 Kilogramm Erde gewesen, was ich gefahren habe, vielleicht. Aber eher sogar weniger. Und 1000 Kilo, wie schon gesagt, kann es. Theoretisch. Ja. Jetzt muss man da zur Verteidigung sagen, gut, ich fahre nicht die ganze Zeit Erde. Das ist jetzt halt mal wieder, weil ich hier weil ich das dem Gemüsegarten eben dahin gebaut habe. Das ist ja nicht ständig so, dass ich da Erde fahre. Und es gibt auch noch andere Dinge, die ich fahren kann. Allerdings, wenn ich mir jetzt schon wieder überlege, die Baumstümpfe hinten rein, Baumstämme, da wiegt auch ein Kubikmeter schon einiges, sage ich mal, wenn ich hinten rein tue. Gut, es passt bloß ein halber Kubikmeter rein. Ja. Es ist für mich einfach nur ein bisschen die Alternative jetzt zum Anhänger und den kleinen Kipper, den ich da mal, zwar, ich habe den kleinen Kipper vorgehabt umzubauen. Ich habe doch mal den kleinen Anhänger da gehabt, diesen oder habe ich immer noch diesen schwarzen Anhänger. Ursprünglich habe ich gemeint, dass ich den mal umbaue oder verbessere oder so. Nachdem ich jetzt die Heckwanne habe und den hier, werde ich wahrscheinlich diesen Anhänger erst einmal nicht wegtun, aber ich habe damit schon eine Idee, da möchte ich jetzt allerdings noch nicht zu viel verraten, was ich damit vorhabe, weil ich mir erst noch Gedanken machen muss. Dann lasst mir bitte einen Daumen da. Also ein Daumen nach oben wäre natürlich das Beste. Dann schreibt mir doch bitte einen Kommentar, irgendwas. Erstens mal lese ich alle Kommentare, zweitens ist es aber auch für den Algorithmus wichtig, dass man hier Kommentare schreibt. Vergesst mir das bitte nicht. Und wenn es noch nicht habt, lasst mal ein Abo da, da freue ich mich auch sehr wieder drüber. Ja, und ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's es gut, würde ich sagen. Ciao, ciao.